Und schon wieder zurück bei Dragon Age 2. Wir stehen vor Bartrans Anwesen. Ja, und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was er zu sagen hat. Bartrand hat ja zu Hause nicht viel Arbeit investiert, oder? Ich verstehe das nicht. Meine Quellen haben gesehen, wie hier noch vor einer Woche etwas angeliefert wurde. Aber es sieht aus, als stünde es seit Monaten leer. Ihr guckt auf eine Tür! Denkt ihr, er hat die Spinnweben aufgehängt, um Steuereintreiber abzuschrecken? Ihr glaubt, das ist eine Falle? Großartig. Schon ewig her, seit mein Bruder das letzte Mal versucht hat, mich zu töten. Es ist eine Falle. So heißt du deinen Bruder also willkommen, Bartrand? Na schön. Sag hallo, Bianca. Es ist eine Falle. Was? Wieso ist... Hä? Wo sind die anderen? Ich nehme mit euch alles auf. Wo sind die anderen? Warum kommen die anderen nicht mit? Wie viele sind denn hier? Kommen da einfach immer mehr? Ich habe das Gefühl, da kommen einfach immer mehr. Vor allen Dingen stehe ich hier so wie auf dem Präsentierteller, das ist ein bisschen doof. Wo ist Bartrand? Oh, Beric! Bitte vergib mir, Bruder! Ich war einfach nur eifersüchtig auf dich. Wie konnte ich nur jemals mit dir um Mutters Liebe konkurrieren? Du bist stark, gut aussehend und so unglaublich klug. Was ist? Warum solltet ihr in diesem Punkt lügen? Was hättet ihr davon? Was wollt ihr von mir? Ich bin eingebrochen, habe meinen Bruder gefunden und es war äußerst unangenehm. Familienangelegenheiten eben. Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ah, na schön. Wenn ihr die schmutzigen Details hören wollt, das könnt ihr haben. Ich verstehe. Das war nur seine Vorstellung mal wieder. Ja, und da sind wir auch schon. Jetzt auch richtig. Ich war schon die ganze Zeit voll verwirrt. Was ist denn da jetzt los? Warum ist er alleine da drin? Ferry und seine Erzählung. Sind noch nicht mal richtig kalt, Hawk. Irgendjemand war heute hier. Und jetzt macht das auch mehr Sinn. Ich habe mich schon gewundert, warum er die Wachen quasi im Alleingang in 0, nichts umbringen kann und warum er so viele Lebenspunkte hat. Haben wir heute alle gelohnt, sich mit uns anzusehen. Was hat mein Bruder diesen Männern nur angetan? Sie hatten vollständig den Verstand verloren. Verrückte Wache. Ja, die sind wahrscheinlich ähnlich verrückt, wie es Bartrand mittlerweile ist, ne? Denn der hat sich ja auch doch... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bartrand schon immer so gewesen ist. Ich glaube, der hat sich sehr anders verhalten, seitdem er dieses komische Schmuckstück da in Händen gehalten hat. Ab dem Moment hat er sich nämlich anders verhalten. Du bist erfasst! Zurück mit euch!
Hilfe! Und weg war er. Ach, guck mal. Hier ist der ganze Raum noch voll. Lass mich doch erstmal plündern hier, bitte. Bevor wir jetzt da weiter reinrennen. Ja, alle verrückt geworden. Das heißt, wenn wir... Oh Gott, wenn wir hier dieses komische... Diese komische Statue finden, die der da aus den tiefen Wegen rausgeholt hat. Nicht, dass irgendwie Varric das Ding anfasst. Und ihm dann Ähnliches geschieht. Och Mensch. Oh mein Gott. Was ist denn hier schon wieder los? Meryl? Ich weiß, dass du mutig bist. Du musst es nicht beweisen. Ich komme hier nicht durch! Leute! So. Der Kampf wirkt schon deutlich realistischer, als der, den Varric vorher erzählt hat. Diese Gegner waren ohne Chance. Aber auch nur, weil wir entsprechend mit Heiltränken ausgerüstet sind. Also ich mache mir nichts vor. Unter anderen Umständen... Sähe das auch anders aus, wenn wir nicht uns regelmäßig wegheilen könnten. Ah ja, nimm mal eine an. Wir können das ganze Haus leer machen. Es könnte ja sein, dass im ganzen Haus noch Dinge versteckt sind, die für uns interessant sein könnten. Vielleicht andere Artefakte aus den tiefen Wegen, die... Bartrand da noch rausgeholt hat. Wie leicht ist das eigentlich, hier so ein Haus in der Oberstadt zu besetzen? Ich meine, Fenris hat's gemacht, wir haben uns einfach eins gekauft. In jedem Haus in der Oberstadt liegen mittlerweile jede Menge Leichen rum, es ist alles voller Schutt und voller Dreck. Man kann das fast schon nicht mehr Oberstadt nennen. Was auch immer also der Vicomte hier vorhat, ich habe nicht das Gefühl, dass man die Oberstadt wirklich als adligen Wohnsitz bezeichnen dürfte. Bartrand. Ach, guck mal. Was hast du nur getan? Ich glaube, das waren die vorherigen Besitzer dieses Anwesens. Das war... Oho. Ohohohohoho. Vielleicht sollte ich da jetzt auch mal gucken. Warte mal. Wir haben jetzt schon einige Sachen gefunden, die... 163 Rüstung, deutlich besser. 82 Angriff, deutlich besser. 10% körperlicher Schaden, deutlich besser. 150, 163. Ja toll, sieht wieder so aus. Es gibt nicht so viel Unterschied in den Ausrüstungsgegenstücken, ne? Hochwertiger Helm. Oh wow. Oh wow, hochwertige schwere Stiefel. So. Ich glaube auch das Hochwertige hier ist irgendwie ein... ein Set. Jetzt brauchen wir nur noch die hochwertigen Handschuhe. Dann haben wir das nämlich beisammen. Dann passt das wieder. Gut, sieht halt wieder so aus. Die elegante schwarze Rüstung fand ich ehrlich gesagt besser. Finde ich ein bisschen schade, dass es hier sehr wenig Unterscheidungen in den Rüstungen gibt und das alles
gleich aussieht, dass die Gefährten überhaupt gar nicht anders aussehen. Ist ein bisschen schade. Aber auch nicht weltbewegend, um ehrlich zu sein, ne? Ja, wenn man da mal an... Huch, ich erzähl gleich weiter. Varric, seid ihr das? Den Ahnen sei Dank. Moment, ich kenne diesen Mann. Er ist Bartrans Verwalter. Hugin, was ist hier geschehen? Varric, euer Bruder. Diese Statue, die er aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Bartrand sagte, sie habe für ihn gesungen. Auch noch nachdem er sie verkauft hatte. Ich habe mich hier versteckt, aber die Wachen, sie sind wie wild gewordene Tiere. Ich habe nicht gewagt, an ihnen vorbeizugehen. Alle in diesem Haus sind wahnsinnig geworden. Was hat er mit den Wachen gemacht, dass sie so geworden sind? Er hat sie gezwungen, Lyrium zu essen. Einigen der Bediensteten hat er bei lebendigem Leib Stücke aus dem Körper geschnitten. Er sagte, er wolle ihnen helfen, das Lied zu hören. Bitte, ihr müsst ihn aufhalten. Bartrand ist zwar nicht unbedingt der netteste Zwerg, aber das klingt überhaupt nicht nach meinem Bruder. Sagte ich ja. Ihr sagtet, er habe die Statue verkauft. An wen? Ich weiß es nicht, aber wir sind deshalb nach Kirkwall zurückgekommen. Er hat ununterbrochen über den verfluchten Götzen und seinen Gesang geschimpft. In seinen besseren Zeiten hat er das Ding gehasst und wollte es nur loswerden. Aber in dem Moment, in dem es fort war, ist alles nur noch schlimmer geworden. Abgesehen von den Wachen habe ich hier keine lebende Seele gesehen. Was ist mit dem Rest des Personals geschehen? Ich weiß nicht, was Bartrand ihnen angetan hat. Bei den Ahnen, die Laute, die aus seinem Studierzimmer kamen. Ich hoffe, sie sind inzwischen tot. Was meint ihr damit, ihr hofft, dass sie tot sind? Es ist nur, wen, was auch immer ihr in diesem Zimmer finden mögt, Varric, gewährt ihnen einen gnädigen Tod. Ich nehme an, ihr meint, dass er verrückt ist und nicht einfach nur ausgesprochen wütend, richtig? Er hört Dinge, er sieht Dinge und er spricht mit irgendjemandem, der überhaupt nicht da ist. So ist er, wenn er seine guten Momente hat. Bartrand hat die Bediensteten mitgenommen und sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Seit Tagen ist niemand mehr herausgekommen. Und diese verfluchten Wahnsinnigen schleichen weiterhin durch die Hallen. Wir gehen rein und holen ihn uns. Komm schon, Hawk. Beenden wir es. Ja, dann würde ich sagen, wir statten ihm mal einen Besuch ab. Aber erst... Erst gucke ich mal in die anderen Ecken noch rein. Gürtel der Urzeit. Oh, guck mal hier. Interessant. Und was haben wir hier drin noch? Silberverstärkte Verschlüsse. Fügt Runenfeld hinzu für Varric. Na also. Schön. Schön, schön, schön. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überprüfen. Wir haben für Varric... Einmal. Für Meryl dreimal. Für Fenris zweimal. Okay. Okay. Macht euch bereit! Hier! Yeah! Das Lied für mich singen! Bartrand? Bartrand? Da kommen noch mehr! Kommt die denn her? Der hätte alle Wachen mittlerweile vernichtet. Da ist er. Hey, lass die Tür auf. Die Kampfsteuerung ist manchmal ein bisschen kompliziert. Jetzt kriegt das aber auch von allen Seiten. Ich kann. Es nicht mehr hören. Ich will nur das Lied noch einmal hören. Nur für eine Minute. Hört auf, das zu sagen. Ich weiß, ich hätte dieser Frau den Götzen nicht verkaufen sollen. Es war ein Fehler. Ein Fehler. Bartrand, reiß dich zusammen. Weißt du, wo du bist? Weißt du, was du getan hast? Varric, du wirst mir helfen, nicht wahr, kleiner Bruder? Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzufinden. Du warst schon immer der Gute. Dir helfen?
Bartrand, du hast mich dem Tod überlassen. Du hast all deine Männer dem Tod überlassen. Und wofür? Für irgendein Schmuckstück? Sieh dich nur an. Sieh nur, was du den Männern und Frauen angetan hast, die dir gedient haben. Wo ist jetzt dein Edelmut, Bruder? Wo ist deine zwergische Ehre? Er sieht nicht besonders gut aus. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt weiß, dass wir hier sind. Ich werde nicht gehen, ohne meinem Bruder gesagt zu haben, was für ein dreckiger Nackhüsser er ist. Und ich will antworten. Warum hast du das getan, Bartrand? Warst du schon verrückt, als wir in die tiefen Wege aufgebrochen sind? Oder war es allein die Statue? Ein Götze, keine Statue. Er will verehrt werden. Er will mich zurück. Sie hat ihn mir gestohlen. Für das hier. Wem habt ihr den Götzen verkauft, Bartrand? Sie strahlte wie die Sonne, doch ihr Herz war aus Eis. Sie wird ihn nicht nähren, nicht wie ich es getan habe. Wie schön, dass man sich noch immer darauf verlassen kann, von euch eine klare Antwort zu erhalten. Seit 3 Jahren wollte ich nichts anderes, als ihm in die Augen zu sehen, um Antworten zu bekommen, warum er uns in dem Teig zurückgelassen hat, warum er das alles getan hat. Ich nehme an, nichts von dem, was er sagen könnte, würde es wieder gut machen. Der ist total verrückt und er wird nicht ruhen, bis er die Statue zurück hat. Lasst ihn gehen heißt im Prinzip nur, es wird mehr Chaos folgen. So leid mir das tut, Varric, aber... Bringen wir zu Ende, weshalb wir hier sind, Varric. Ihr habt recht. Es wird trotz allem ein gutes Gefühl sein, den Abzug zu drücken. Lasst uns gehen. Ich kann diesen Ort nicht mehr sehen. Quest absolviert. Erhaltene Gegenstände, Rotedde was? Rotedde Langschnitt, was? Ach, guck mal hier. 25 Schaden, 76 Angriff. Könnte was für Evelyn sein. Das bedeutet irgendjemand anderes, Steinhammers Stiefel. Hallo. Hallo. Okay. Steinhammers Geschenk. König Endrin Steinhammer. Nachdem die Rüstung im Jahre 575 vor der Zeitrechnung während des großen Bürgerkriegs im Reich verloren ging, gab es immer wieder Gerüchte, Steinhammers Geschenk oder zumindest Teile davon sei außerhalb der Winters wieder aufgetaucht. Am lautesten wurden diese Gerüchte während der 4. Verderbnis, als der legendäre Champion von Starkhaven die Rüstung angeblich in der Schlacht von Aeslay trug. Okay. Alles klar. Haben wir anscheinend einen Teil davon gefunden. Interessant. So, irgendeine Frau hat die Statuette gekauft und das ist nicht gut. Denn das bedeutet... Hier sind wir durchgelaufen, da sind wir durchgelaufen, da sind wir durchgelaufen. Denn das bedeutet, dass die Statuette irgendwo in Umlauf ist. Und dass sie eventuell weitere Menschen verrückt machen könnte. Habt ihr etwas auf dem Herzen, Varric? Ich sollte euch danken, dass ihr mir mit meinem Bruder geholfen habt. Nach dem, was Bethany zugestoßen ist, hat er es nicht anders verdient, aber... Allein hätte ich es nicht zu Ende bringen können. Er war niemals besonders nett oder freundlich oder hygienisch, aber er war mein einziger Bruder. Seht es mal so. Ihr habt nicht wirklich einen Bruder verloren, sondern vielmehr die Kontrolle über die Familiengeschäfte gewonnen. Oh ja, ich wollte mein Leben schon immer mit Diskussionen mit der Händlergilde verschwenden. Vermutlich war es vor allem das, was Bartrand in den Wahnsinn getrieben hat. Ich weiß nicht, ob Oberflächenzwerge zum Stein zurückkehren oder gemeinsam mit Andraste Choräle singen oder was auch immer. Ich hoffe nur, Bartrand hält sich von allem Ärger fern, wo auch immer er jetzt sein mag. Habt ihr irgendeine Ahnung, was mit ihm und dieser Statue wirklich geschehen ist? Das Ding muss verflucht sein. Ich weiß nicht, ob es Magie ist oder Dämonen oder der Zorn der Ahnen, aber verflucht trifft es vermutlich ganz gut. Wenn wir Glück haben... hat es derjenige, der das verdammte Ding gekauft hat, zu einem Klumpen eingeschmolzen. Denkt ihr, er zerreißt sich beim Erbauer das Maul über uns? Oder sucht uns in unseren Häusern heim? Das würde ich ihm sogar zutrauen. Er war schon immer ziemlich rachsüchtig. Wie auch immer, ich danke euch.
Ich sollte nun herausfinden, wer der Käufer dieser verderbten Statue war und ihn warnen. Er muss wissen, was geschehen ist. Ja, wir sollten den Käufer dieser Statue aber vielleicht gemeinsam aufsuchen, weil ich habe irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ich suche mal gerade das Anwesen von Fenris auf, weil ich dann, wenn ich da rausgehe, glaube ich, relativ... Ah ne, das Dupuis-Anwesen, das ist nicht das von Fenris. Weil wenn ich da rausgehe, ich dann vermutlich... Nee, kann ich nicht, verdammt. Welches war denn das? Das ist das von Fenris. Schwupp, schwupp. Mhm. Sehr gut. So, dann kann ich nämlich das hier machen. Okay. Das bedeutet, es bleiben uns jetzt tatsächlich auch nur noch die Docks erst einmal offen bei Tage. Und da haben wir ja einige Quests. Nicht nur die mit den Kunari, sondern diverse andere eben auch noch. Ach, da kriegen wir auch noch welche, okay. Nee, mit euch möchte ich noch nicht reden. Das Gesindeviertel ist überfüllt. Jemand sollte etwas dagegen unternehmen. Das Gesindeviertel ist überfüllt? Okay. Hatten wir uns hier eigentlich schon nach Händlern umgesehen? Das mit eurem Bruder tut mir leid, Beric. Habt ihr noch mehr Familie? Ich habe so viel Familie, wie eine Ratte Flöhe hat, Gänseblümchen. Heißt das, dass eure Familie sehr groß ist? Oder dass sie euch häufig Juckreiz verursacht? Beides. Ah, schön. Okay, hier ist nichts zu finden. Da unten runter auch nicht. Das Gesindeviertel ist schmutzig, überfüllt und es gibt dort furchtbare... Seht mal, was ich gefunden habe. Ah ja, der wollte das Stoffstück haben. Es sind hier unten, glaube ich, weitgehend Abgebequests, die wir so haben, von Dingen, die wir gefunden haben. Das werden jetzt nicht die großen Story-Dinger sein, die uns hier noch erwarten. Abseits eben der Dinge mit den Kunari. Möge der Erbauer auf euch herabkommen. Oh ja, möge er das tun. Ich habe irgendwas über einen großen Fund in den tiefen Wegen. Ein großer Fund in den tiefen Wegen, ja, da bin ich ja beteiligt. Oh ja, hier, guck mal hier. Hier ist ja noch der zwielichtige Händler mit seinen zwielichtigen Waren. Langschwert der Dänglisch. Ja, sieht ganz interessant aus. Vertrauen des Seemanns. Hochwertiger Helm haben wir bereits. Satam Tar-Eva. Ist aber... Nee. Und Handschuhe, das sind normale Handschuhe, die sind ziemlich wertlos. Oh, der Ring gefällt mir aber mit 26 Angriff, der ist in Ordnung. Teerbombe. Todeswurzelgift. Mantelfutter mit verborgenen Taschen für Varric. Lyriumschuppen für Fenris. Na also. Sehr schön. Plunder verkaufen. Auf dem Markt etwas Spezielles. Und jetzt haben wir für Varric 2, für sie 3, für ihn 3. Das heißt, für Varric fehlt noch irgendwo eins. Und da muss ich suchen. Da habe ich ein bisschen Sorge, dass ich das verpasse. Was braucht ihr, mein Lieber? Eine Paketlieferung vielleicht? Mein Name ist Hawk. Ich habe hier einen Brief von einigen Magierfreunden. Ja, ich sehe schon. Werft einen Blick auf die Rückseite unserer Anschlagtafel, um euch unsere speziellen Preise anzusehen. Ich verstehe. Es ist gefährlich, Abtrünnigen zu helfen. Wenn die Templer euch in die Finger bekommen. Eine meiner Schwestern ist eine Magierin. Sie war ein liebenswürdiges Kind und so großherzig. Sie wurde letztes Jahr zu einer Besänftigten gemacht. Die Templer behaupteten, sie stelle eine Gefahr dar. Jetzt ist es, als wäre sie überhaupt nicht mehr da. Dieses Schicksal sollte niemandem aufgezwungen werden. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Magier leiden. Seid gesegnet, mein Lieber. Ihr findet sämtliche Details auf der Anschlagtafel. Kommt einfach wieder zu mir, falls ihr euch einer der Anfragen annehmen solltet. Schon allein in Gedenken an unsere Schwester und an in Besinnung auf die Dinge, die Meryl auch widerfahren könnten. Suche und Rettung. Starkhaven hat vor 2 Monaten eine weitere Karawane mit Magiern zur Galgenburg geschickt. Ich danke allen, die bei der Rettung unserer Kameraden geholfen haben. Nun wurde einer meiner Brüder von Kopfgeldjägern ergriffen. Ich biete jedem eine großzügige Summe Goldes, der zur verwundeten Küste geht und ihn rettet. Letztlich verdankt jeder Magier seine Freiheit einem anderen, einem mitfühlenden Vetter, einem freundlichen Bauern oder einem fereldischen Flüchtling. Sie helfen, weil es das Richtige ist und wir müssen endlich wieder alle am gleichen Strang ziehen. Terry aus Darkhaven. Bin ich dabei.
wie man einem Templer etwas anhängt. In den letzten 2 Wochen wurden 7 Abtrünnige gefangen genommen und schuld daran war ein einziger Templer, Sir Conrad Vernhardt. Man soll niemals die Intelligenz eines Templers unterschätzen, aber Sir Conrad ist darüber hinaus auch noch skrupellos. Wir müssen diese Bedrohung ausschalten, jedoch ohne ihn zu töten, das ist keine Option. Er muss entehrt und aus Kirkwall entfernt werden. Im Idealfall wird er sogar aus dem Templerorden geworfen. Zum Glück befürchten die Templer gerade von Marionetten eines Blutmagiers unterwandert zu sein. Einige von ihnen wurden abgestellt, die anderen zu beobachten. Und einer davon ist dem Lyrium verfallen und kann getäuscht werden. Sein Name ist Sir Roderick und er ist Stammgast im gehängten Mann. Seine Aussage allein reicht aber nicht aus und darum müssen wir in der Galgenburg und der Unterstadt nach kleinsten Hinweisen suchen, um Sir Conrad zu diffamieren, bevor wir alle untergehen. Weißt du was? Da wir ja beim ersten Mal bei Origins einen so fanatischen Kirchenanhänger gespielt haben, sind wir jetzt einfach mal auf der Gegenseite und machen bei all dem Kram mit. Auch wenn ich das ein bisschen fies finde, da jetzt irgendwelchen Templern Dinge anzuhängen, aber naja, was willst du machen, ne? Dinge geschehen. Ein reicher Fang. Dann haben wir jetzt hier noch die Kunari. Schwarzpulvergefälligkeiten und da steht ein Kunari, der uns noch einen Auftrag geben möchte anscheinend. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich ihn anspreche. Ich suche Informationen das Schiff. Über verdächtige Abtrünnige. Kein gesehen. Weiß nicht, wovon sie reden. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn ich mit dem Kunari vor dem Tor rede, dann bringt er uns rein zum Arishok und dann nehmen Dinge ihren Lauf, von denen ich noch nicht möchte, dass sie ihren Lauf nehmen. Das mit den Aufgaben des Kräuterkundigen und dem Vateral, das ärgert mich gerade ein bisschen. Die verwundete Küste, wo ist der denn da? Ach meine Güte, da ganz oben. Da, wo die Abtrünnigen gewesen sind, die Telvershoff. Na gut. Lass uns mal hinwatscheln. Und ich weiß, ich... Ach, guck mal. Die Seeräuber sind wieder da. Mensch. So schnell kann's gehen. Ja, ich bin, was das betrifft, bin ich so ein kleiner Komplettierer, ne? Also bevor ich mich irgendwie in Hauptquests reinstürze, versuche ich immer erstmal alles andere zu machen. Und zwar bis ins Detail. Weil ich immer die Sorge habe, dass ich dadurch, dass ich in der Hauptquest so weit voranschreite, viele andere Dinge nicht mehr tun kann plötzlich. Und das würde mich dann zutiefst ärgern. Was natürlich, ich verstehe, dass die Hauptquest auch so ein bisschen hinauszögert. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Und ich weiß ehrlich gesagt noch immer nicht, ob ich vielleicht sogar schon DLC-Content gespielt habe. Ich habe keine Ahnung. War irgendwas davon schon Teil eines DLCs oder bewegen wir uns noch komplett im Rahmen von Dragon Age 2? Und die Frage, die ich mir stelle, ist natürlich auch, muss ich irgendwas tun, um diese DLC-Aktivitäten zu aktivieren oder kommen die automatisch? Das weiß ich nämlich auch nicht. Ist das der Magier, mit dem wir da gesprochen hatten? Nee, das ist die Höhle rechts neben ihm irgendwo. Mhm. Hier, Kopfgeldjäger-Fluchtweg. Da ist zum Glück kein Buch des Bösen mehr drin, die haben wir jetzt alle erledigt. Hallo? Aha. Kopfgeldjäger. Ich erledige das! Angriff. Oh, nicht schlecht. Fenris? Fenris? Lass noch was für uns übrig. Oder auch nicht. Je nachdem, wie du magst. Wir werden angegriffen. Aha, hier. Kopfgeldjäger Meuchelmörder. Das sind die besonderen. Die sind ein bisschen schwerer zu besiegen. Und die kommen mit ihren kritischen Treffern hier um die Ecke. Das missfällt mir sehr. Da ist der Nächste. Was sehen meine Äuglein da? Ja,
Und der Kommandant. Aha. Ich glaube, der Kommandant ist auch der Letzte, der noch übrig geblieben ist. Jawohl. Interessanter Gürtel, aber doch eher Verkaufsware. Wir haben ja mittlerweile wieder so viel Geld. Also in Anführungszeichen so viel Geld. Natürlich würde ich immer gerne einen gewissen Betrag, so um die 50 Sovereigns würde ich gerne immer in Verfügung haben. Denn es kann ja immer mal sein, dass wir irgendwas machen müssen, wo wir jemanden bezahlen müssen oder bestechen. Oder irgendwas Besonderes kaufen müssen, wie zum Beispiel eben diese Geschenke für unsere Gruppenmitglieder, die ja auch nicht günstig waren. Das waren ja mal eben 5 oder 8 Goldstücke, also 8 Sovereigns. Die hätte man mal nicht, wenn man dann alles ausgegeben hat, nicht so schnell beisammen. Gefangener Abtrünnige, da oben ist er. Schnell, bevor noch mehr Wachen kommen. Terry sagte, sie würde einen Weg finden, mich zu retten. Das werde ich euch niemals vergessen. Kein Problem, kein Problem. Suche und Rettung haben wir geschafft. Quest aktualisiert. Und dann heißt es, Informationen finden über den Templer, der ja von Lyrium abhängig ist. Da müssen wir uns dann in der Unterstadt rumtreiben. Wobei sie hat uns ja, also in der Questbeschreibung standen ja einige Orte, die wir aufsuchen können, um eventuell an Informationen ranzukommen. Das dürfte also nicht so schwer sein. Da müssen wir dann nur die entsprechenden Orte einmal durchlaufen. Gut, meine Güte. Vergiss nicht, deine Ausrüstung zu verbessern. Nein, das würde ich niemals vergessen. Das habe ich. Völlig unerwartet. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr einander irgendwann einmal freundschaftlich verbunden wart? Ich und Bartrand? Nein, wir waren nur Brüder. Hin und wieder war er nicht völlig unausstehlich. Und dennoch seid ihr an seiner Seite geblieben. Nur schade, dass er das nicht auch getan hat. Gut, dass Brüder mal unausstehlich sind, das passiert. Das ist einfach so. Aber das ist die Eigenart von Geschwistern, egal ob Brüder oder Schwestern. Dass man sich ab und zu mal unausstehlich findet. Aber normalerweise sollte man schon in den schwierigen Angelegenheiten zusammenhalten. Ich glaube auch, dass der Bartrand das getan hätte, wenn nicht die Statue ihn komplett verrückt gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass das Bartrands persönliche Entscheidung gewesen ist oder der schon immer es darauf abgesehen hat, Varric zu verraten. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kra, kra, kra. So, ich gebe die Quest mal eben ab. Vielleicht bekommen wir noch eine neue. Und dann, nächste Folge, würden wir uns dann auf die Suche nach Hinweisen machen, wie wir einen Templer denunzieren können. Dürfte spaßig werden. Ein reicher Ferelderer? Natürlich nichts im Vergleich zu Valroyo. Ja, nichts im Vergleich zu Valroyo, natürlich. Hab Dank, Messer. Hier ist eure Bezahlung. Dankeschön. Oh, Aufstieg. Sehr schön. Und nochmal einen Sovereign obendrauf. Keine weiteren verfügbaren Quests. Na gut, dann würde ich sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge mal die anderen Stadtteile noch an, ob wir da noch was finden können. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles Aufgaben des Kräuter... Ja, hier, verleumden ein Witz, ein Sketch, durchsuche Kirkhall nach weiteren Meuchelmördern, die Sketch jagen. Eine Geschichte wird erzählt. Suche... Oh, mit Varric nochmal reden. Okay, Varric, Templer, Sketch, Kräuterkundiger. Da weiß ich nicht... Da muss ich vielleicht mal gucken... was wir da tun müssen. Das finden wir aber schon noch raus, da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.